Hey ho und herzlich willkommen und wir starten in diesem Part mit einem Beat und vielleicht regnet's ja mal morgen. Hä? Clear and sunny, perfect weather for the Luau. Hä? Ach, morgen ist ja ein Event und heute hat die Maro Geburtstag. Will take place on the beach starting... don't be late. Ah, ich weiß, was ich der Maro schenke. Ich habe ja Blumen. So, eine Wiederholung. Zeig mal. Radieschensalat. Ja, ja, den kennen wir ja schon. Okay, das ist wieder nur eine Einladung, nehme ich mal an. Lieber Bambu, morgen versammeln wir uns alle am Strand für das jährliche Pelikan-Stadt-Luau. Der Highlight des Events wird der Communal Potluck. Ach, das ist wahrscheinlich eine Ziehung sein. Communal Potluck? Geh sicher, dass du irgendwas Gutes mitbringst, um teilzunehmen. Der Governor selbst wird an diesem Event teilnehmen. Also sei sicher, dass du dich mit deinem besten Verhalten einfindest. Was soll ich denn da abgeben? Ich bringe einfach mal einen Topaz mit, oder? Das ist dann genug? I don't know. So, erstmal. Hä? Runterkantine Mall. Oh nein, ich habe zwar schon welche, aber ich habe da verpennt, dass ich da noch kein einziges abgegeben habe. Ist ja mal geil. So, Slingshot. Ich kämpfe aber ehrlich gesagt jetzt erstmal lieber mit meinem Schwert. Oh, die könnte ich heute eigentlich auch aufbrechen, wenn ich genug Geld noch übrig habe. So, Badwing noch abgeben. Das spende ich, das spende ich. Das habe ich schon abgegeben. Hä, warte mal. Clay kam nicht hier rein. Aber, ich kann hier schon wieder zwei Eisenbarren machen. Das ist cool. Mache ich aber jetzt noch nicht. Weil ich erstmal genug Kupferbarren habe und das später mache. So. Dann brauche ich meine Gießkanne auf jeden Fall wieder. Und Steine weglegen. Lehm weglegen. Frühlingszwiebeln muss ich aufheben und eine Blume nehme ich mit und zwar eine Blue Jazz. Many Butterflies, Sweet Smell. Nehmen wir mal die. Wird ihr schon irgendwie taugen, hoffe ich doch mal. So, das kann eigentlich hier unten drin. Oh, den Zap habe ich vergessen. Den brauche ich nicht in meinem Inventar rumgeistern haben. So, erstmal Hallo Miezekatzi. Ja, ich liebe dich auch. So, Robin, du bist immer noch beschäftigt. Brauch wohl noch ein, zwei Tage. Das heißt aber, dass ich mir wahrscheinlich morgen zum Beispiel gar keine Hühner kaufen kann, weil das blöde Festival ist. Das ist doch scheiße. Oh, warte mal. Radieschen! Aber ich werde die jetzt erst. Ich werde da jetzt erstmal nichts neu pflanzen. Weil das hier ist sowieso. Ja, sag bitte nichts dazu. Das ist sowieso die gefahrenfreie Zone. Da liegt ja. Da ist ja nichts gedüngt. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal. Die sind auch schon wieder reif. Jawoll! Geile Sache, das. Oh, aber nur ein guter dafür, dass da die. Der gute Fertilizer drunter ist, ist ja ziemlich schade. So, wie ernte ich die Hops eigentlich nochmal? Oh Mann, wir haben schon 7.40 Uhr und ich hätte so lieber Musik als Bienen und Zeugs. Ich hasse Insekten. Insekten sind schlimm und die Schmetterlinge, die legen Eier und die Eier, aus den Eiern schlüpfen Raupen und die Raupen zerfressen mir meine Ernte. Es ist alles nicht schön. Ich mag die einfach nicht. Ja, super. Ja, super. Wow, jetzt brauche ich wenigstens die eine Tomate nicht gießen. Also, das ist so eine Zeit... So eine Zeitersparnis, dieser Sprinkler. Ich darf jetzt nur nicht vergessen, die Pflanzen links zu gießen. Das wäre ja echt jämmerlich von mir. Boah, die Weizen habe ich auch noch nicht gesät. Naja, aber ich habe wenigstens Stufe 40 von der Mine erreicht. Das ist ein kleines Erfolgserlebnis. Und jetzt werde ich mich erstmal definitiv die nächsten Tage auf meine Farm konzentrieren. Und wo war eigentlich der... Probieren wir mal.
Nur 13 Energie, das ist nicht viel. Das ist echt nicht viel. Aber es reicht aus, dass ich jetzt wenigstens meine Pflanzen mal eben gießen kann. Ja, stell dich mal nicht so an, ne? Okay. Woo! Was ist denn daraus gekommen überhaupt? Grape Jelly. Finde ich jetzt gar nicht mal so geil. Tatsache, ich kann da Pfeffer reintun. Also mal ganz im Ernst. So, die Geister sind neutral. Das heißt, ich habe eine 50-50 Chance, ob ich überhaupt was finde. Ich gehe heute nicht an den Strand und auch nicht unten lang, damit ich... Ja doch, was soll ich denn sonst machen? Ich habe ja eh keine Energie. Scheiße, der Laden hat ja heute zu und ich habe die Geoden daheim vergessen. Jo, egal. Ich will ja eh meine Spitzhacke machen. Da sind mir die Geoden jetzt erstmal Schnutz. Wir finden hier tatsächlich nichts. Ich habe Radieschen, die ich im Alex auf jeden Fall schenke. Und ich habe die Pilze sogar vergessen. Wow. Also, wow, sage ich da mal. Ja, Alex. Radieschen. Ach so, shit. Stimmt ja. Dann rede mal mit mir. Ich habe eine Frage an dich. Wenn ich Profi werde, kannst du sagen, dass du mein erster Fan geworden bist. Nicht schlecht, oder? Ja. Wir wollen uns ja gut mit Alex stellen. Ja. Alex ist mein Enkel. Habe ich dir das schon bereits erzählt? Der gute Bürgermeister hat mich... Oh. Eingeteilt, sich um die Blumen in der Stadt zu kümmern. Was keine dankbare Aufgabe ist, wenn die schon so schlecht sehen kann, dass sie nicht mal Wolken erkennen kann. Dann ist die Gute doch in einem gewissen Alter... Na super, wo ist denn Maru? Harvey, wo ist Maru? Hä? Hä? Denk dran, deine Hand vor den Mund zu halten, wenn du niest. Ich bin nicht 5. Wobei ich genug kenne, die es auch im Erwachsenenalter nicht schaffen, beim Niesen oder Husten die Hand vor den Mund zu machen. Und ich finde es schrecklich, wenn Kinder das von ihren Eltern auch nicht gezeigt bekommen, gelehrt bekommen, wie auch immer. Richtig widerlich. So, hallo, guter Mann. Nein, morgen ist ein Festival. Ich darf kein Geld ausgeben, um Gottes Willen. Wer weiß, was ich da wieder kaufen kann. Also, gut aufheben. So, donaten. Ich will was donaten. Und gib mir irgendwas dafür. Los. So, das war Nummer 4, wenn ich mich nicht recht gespürt habe. Jawohl! Was bekomme ich? Bitte keine scheiß Einrichtung. Bitte. Nein! Warum? Ich will keine verkackten Bilder in meinem Haus aufhängen, wofür ich eh keinen Platz habe. Ja, ich muss mit euch reden, damit mal die Zuneigung ein bisschen steigt. Ne? Es tut mir leid. Ich versuche es zu vermeiden, mit euch Kindern zu reden. Aber ab und zu muss es halt doch sein. Ja, dann mal gut, dass es mir jetzt noch eingefallen ist, Siedentheiß, dass ich kein Geld ausgeben darf, wenn morgen Feiertag ist. Dann hacke ich heute noch ein bisschen Holz, wofür ich überhaupt nicht die Energie habe. Und den Pfeffer würde ich eigentlich gerne wegschicken. Ach, warte mal. Ich habe doch so viel Mist rumliegen. Davon kann ich doch mir was, diesen Wildsnack machen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Das mache ich, sobald ich daheim bin. Eine Koralle. Ich hoffe, es ist eine gute. Ich hoffe, das ist eine Platinum-Koralle, weil es die einzige war. Seht ihr, und deswegen lohnt es schon nicht, sich jeden Tag hierher zu begeben. Hallo, Robin. Ich wollte eigentlich mit dir reden, aber wenn du nicht magst, ist auch okay. So, wir haben kurz nach 12:30. Das heißt, Maru dürfte in der Praxis sein, außer sie hat ihren freien Tag, das was ich nicht hoffe. Alter, du machst mich fertig. Moonlight Jellies sind bald da. Hä? Scheiße, wo ist Maru? Hallo Harvey, wo ist Maru? Ja, ist mir scheißegal, ob ich meine Hände waschen soll. Und wenn da noch die Kuhkacke dran klebt. Oh nein. Maru? Oh. Ach, warte mal. Grape Jelly.
Der ist bestimmt beim Artisan gut. Beim Artisan gut. Wie ekelhaft deutsch habe ich das gerade ausgesprochen. Artisan gut. Oh Mann, habe ich im letzten Part nicht über eine Theorie angefangen zu reden? Die ich eigentlich mal euch näher bringen wollte. Ich bin schon wieder so unglaublich. Da geht's um Abigail. Oh, da muss ich ja nur 10 Stück abgeben. Habe ich ja fast. Da geht's um Abigail. Und zwar, sie hat ja lilane Haare. Aber weder Pierre noch ihre Mom kommen in dieser Kombination auf lila. Und da gab es die Theorie, wer hat denn sonst lila Haare? Was schaue ich hier eigentlich im Fischtank? Wer hat sonst lila Haare? Kommt ihr schon drauf? Die einzigen lila Haare, die hier sonst jemand hat, ist... Oh, das habe ich auch noch nicht abgegeben. Hot Pepper Tomato, aber das macht nichts. Das wächst so oft. Die einzige Person ist der Zauberer. Und das macht das Ganze schon wieder sehr interessant. Hier, Grape Jelly, hier, Jelly. Wobei es egal ist, was für ein Jelly. Der hat keinen Effekt. Den kann ich jetzt auch genauso gut was abgeben. Und das ist eine interessante Theorie, dass die Mutter dem Pierre fremdgegangen ist. Den armen, armen Pierre mit dem Zauberer. Vielleicht kommt das sogar raus, wenn man gut mit dem befreundet ist. Ich glaube, ich muss mich mit der anfreunden. Crafts Room? Ach so, ja, klar. Haha, haha. So verplempert man auch seine Zeit, liebe Freunde. So, wo war denn hier? Artisan Bundle. Bitteschön. Da haben wir einmal den wertvollen Grape Jelly. Dann haben wir... falsch. Hier, Summer Crops. Plup. Ja, ist das nicht schön. Wisst ihr, was gruselig ist? Wir haben 1:15, während ich diese Aufnahme mache. Und meine Katze guckt zur Haustür, obwohl alles abgesperrt ist und niemand da ist. Wisst ihr eigentlich, wie gruselig das ist? Das machen die in letzter Zeit so oft. Da kriege ich echt bald noch einen zu viel. Oh nein, Maru? Oh, Sebastian, mit dir habe ich auch lange nicht mehr geredet. Spiceberries at the store. My mom wanted something good for dinner. Ach, cool. Die waren aber gar nicht von mir. Aber vielleicht magst du Pepper? Naja, so halbwegs. Wo stehst du denn, Sebastian? Wo stehst du denn? Naja. So. Och, nee. Wo ist die denn? Weißt du, als ob ich jetzt Lust hätte, die überall zu suchen. Was soll denn das? Hi, Linus. Bitteschön. Irgendwen müssen wir ja versuchen, hier glücklich zu machen. Ah, Maru. Bitteschön. Du hast dich an meinen Geburtstag erinnert. Danke dir, das ist großartig. Und wir erinnern uns, sie war auf dem vorletzten Platz. Das weiß ich sogar noch. Und sie ist jetzt... Wow, sie hat ein Herz. Vom vorletzten Platz auf ein Herz. Mit einem Geschenk. Krass. Wisst ihr, was hier noch fehlt? Ich sag's euch gleich. Eine heiße Quelle. Die gab's in Friends of Mineral Town. Das war richtig cool. Da konntest du dich halt reinlegen dann für eine Stunde. Und das hat dann deine Energie ein bisschen aufgetankt. Das hat zwar nicht unheimlich viel gebracht, aber du konntest dann trotzdem noch einige Handgriffe erledigen. Und das war richtig, richtig gut. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Freut mich alles. Okay, was machen wir denn jetzt? Wie viel füllen denn die Pilze auf? Wow, die füllen ja sogar um einiges mehr auf. Das heißt, ich tue die Pilze jetzt mal nicht versenden. Habe ich dich schon begrüßt heute? Ja, habe ich. Ich tue die mal wieder zurück. Ich tue... was sollte das denn? Ich tue... Zack, zack. Dann tue ich die komplett mit rein. Den tue ich nicht hier mit rein. Ach so, ja, stimmt ja. Das ist ein unheimlich tolle Bild. Einfach mal da reinpacken. So, worum ich mich aber kümmern könnte, wäre tatsächlich ein bisschen Metall und Quarz.
Dum. So, weg damit, weg damit, weg damit. Brauche ich alles für Geld. Weg damit. Common Mushroom. Und dann wollte ich... Ach nee, Quatsch. Ich wollte mir ja eigentlich diese blöden Wild Snacks machen. Wo sind die denn hier? Acorn, Maple Seed und das andere Ding. Mann, ich bin heute so richtig kreativ. So. Zwei Acorn, zwei Maple Seed, zwei Pines. Zwei. So, hoch mit dir. Das tauschen wir. Du kommst jetzt nämlich dann auch in die Truhe, lieber Pilz. Falsche Truhe. Ab hier rein. So, ich behalte die vier Stück. Das ist eine ganz gute Nahrungsquelle und das würde ich halt ungern alles fressen. Und dann einen Field Snack. Ja, wirkt echt scheiße. Habe ich mir mehr drunter auf, muss ich ganz ehrlich sagen. So, werd fertig, los. Ich will das nächste Eisen reinschmeißen. Mach hinne, 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 mach hinne. Mint. Mint. Geh da weg. Mint. Jetzt versucht mich die Katze niederzustarren. Jetzt muss ich zurückstarren. Oh Gott sei Dank habe ich gewonnen. Ey, Alter, das Eisen braucht ja ewig, bis es gebrannt ist. Ja, weil meine Miezekatze wollte gerade den Schrank aufmachen und wieder im Schrank schnuppern. Oh, nun komm. Das ist jetzt dein Ernst, oder? Hä? Okay, ich kümmere mich später drum. Ich lasse das nächste definitiv über Nacht dann drinne. So, und ich holze die Bäume weg, die zu dicht aufeinander stehen und wo eh neue Bäume vielleicht dann wachsen. Und da habe ich ja zum Glück echt viel auf der Farm. Blub, blub, blub. Da habe ich viel zu viel auf der Farm, merke ich gerade. Ich meine, die brauchen zwar eine ganze Saison, um zu reifen, aber hallo? Ah, vielen Dank, Acorn. Also muss ich die Bäume fällen oder mal schütteln. Denn wenn ich von etwas mehr brauche, ist es Acorn. Es sind also die Bäume, die keine... solche Dinger dran haben. Hier siehst du, hier ist zum Beispiel auch noch einer. Dann fällen wir dich mal. So, denn Holz brauche ich immer. So, ihr steht mir auch definitiv zu nah beieinander. Deswegen holze ich euch jetzt einfach mal um. Okay, und schon wird es wieder Nacht. Hurra! Wow. Also bitte, einen Pinienwald brauche ich hier nicht auf meiner Farm. Auch wenn es ganz lustig wäre. Bei meinen Großeltern war mal so ein kleines Wäldchen auf dem Grundstück. Also das waren, wie viele Bäume waren das? 10 Stück, wenn es hochkam. Ja, also wenn es hochkam, 10 Stück. Aber das war halt so, du konntest dich da anschleichen. Und dann hattest du da deine eigene kleine Welt, sage ich jetzt mal. Dich konnte man von oben nicht sehen im Wald. Du warst da drinne. Also das war, also wie gesagt, bei 10 Bäumen ist es schon echt heftig, von einem Wald zu reden. Aber das war halt richtig, richtig cool. Da erinnere ich mich noch dran. Das war echt cool. Und dann hast du, da waren da schon Baumstümpfe, weil da schon was gefällt wurde. Jetzt guckt mein anderer Kater zur Tür. Alter! Finny? Ey, warum wollen mir meine Tiere Angst machen? Ohne Witz, sowas kann ich echt nicht ab. Ich krieg da so Panik. Ich will mir zwei Field Snacks. Nee, ein Field Snack mache ich mir. Ey. Jetzt muss ich gleich nach der Aufnahme aufstehen und mir das ansehen, damit ich nicht mit Panik ins Bett gehe. Oder vielleicht noch eine Folge aufnehmen in Panik. Weißt du, mir macht es nichts aus, von Simon das Horror-Let's Play mir anzuschauen. Aber wenn meine Katzen zur Tür schauen, mitten in der Nacht, während keiner da ist und keiner auf dem Grundstück laufen kann, und das weiß ich definitiv, weil das bei mir hier wirklich nicht möglich ist, so einfach, dann kriegst du da doch mal schon ein bisschen Paras. Und damit meine ich nicht das Pokémon. Blub, blub,
So, dann holzen wir hier nochmal ein bisschen was vom Wald weg. Und dann wird es, denke ich mal, auch schon Zeit, wieder in die Haier zu gehen. Schade. Bisschen Gras noch ein bisschen platt machen. Ein bisschen Gras, aber auch nur ein bisschen platt machen. Die Grasbüschel lasse ich jetzt einfach mal tatsächlich wieder wachsen. Ich war jetzt war kurz am Überlegen. Oh, Gottes Willen. Heilige Scheiße. Verdammte Axt. Robin, mit dir habe ich heute, glaube ich, noch gar nicht geredet. Verdammte Axt, habe ich mich jetzt erschreckt. Was? Das ist immer noch nicht fertig. Doof. Dann gebe ich halt erstmal das ganze Zeug hier in die Truhen. Und zwar, hier haben wir die Saps, hier haben wir die Mixed Seeds, hier haben wir das. Und das Holz. So, wir haben schon wieder über 300 Holz, das ist hervorragend. Ich brauche aber unbedingt mehr Stein und dazu muss ich die verdammte Pickaxe aufwerten. So, du kommst rein, ihr kommt rein. Ich gehe morgen definitiv nicht zur Mine. Das heißt, das kann ich ablegen. Und dann will ich ja einen Topaz morgen abgeben. Bin mal gespannt, ob das so hinhaut, wie ich mir das vorstelle. Ach so, warte mal. Ach nee, der Eisenbarren. Warte mal, das lege ich jetzt hier ab. Dann tun wir das mal wieder so hinsortieren. Perfekt. Einmal raus, einmal rein. Oh! Ich brauche nur ein Quarz, um dort veredeltes Quarz zu machen. Krass. Zwei Eisen ablegen, das Kupfer ablegen, Gießkanne fülle ich jetzt schnell auf. Dann muss ich das morgen früh nicht machen. Ah, aber morgen könnte... Nee, morgen ist definitiv nichts reif. Das wäre ja noch schöner. So, liebe Leute, jetzt gehe ich ins Bett. Vielleicht scheiße ich mir gleich in die Hose, weil ich ja jetzt erstmal in den Hausflur schauen muss, ob da was ist. Oh, wie ich sowas liebe. Wir haben den 11. Sommer. Ich hoffe, der Part hat euch gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.